Hallo Leute, da sind wir wieder mit einem neuen Death Forever. Ja, ich habe jetzt immer Husky an meiner Seite, weil die Leute wollen dich. Freut mich. Kommst gut an. Ja, nett. Vielen Dank, Leute. Es ist aber gesagt worden, wir sollen nicht so nuscheln. Okay. Wir würden nuscheln, wir müssen ganz deutlich reden jetzt, damit jeder jedes Wort versteht. Das könnte schwierig sein. Das betrifft mich und auch dich. Mit meinem Koblenzer Dialekt ist das nicht so einfach. Doch, das schaffen wir. Okay. Gut, wir sind ja, da wir beide vollschlagen sind, passt keine dritte Person mehr hin. Den dünnen Wolf Rüdiger haben wir auf den Tisch gesetzt. Ne? Hallo Wolf. Hi Wolf. Hallo hier. Hallo Wolf. Hallo hier. Der ist doch betrunken von einem Samstag wahrscheinlich. Der ist auch voll. Aber Frank ist ja um Ecke. Den haben wir noch. Frank könnten wir gleich noch. Aber der passt. Wird. Ist kein Breitwinkel, das wird eng. Das wird eng. Ja. Aber wir können es versuchen. Gut, wir fangen erstmal an jetzt. Es geht ja ums Heft. Also, es gibt wieder ein Special. Die Idee des Specials ist eigentlich aus unseren Foren, also nicht die erste Special-Idee, die aus den Foren kommt, weil die Leute sich da einfach schon seit Monaten tot diskutieren. Irgendwie hat mal einer angefangen, 90er, waren die gut, waren die nicht gut, und dann kommen halt die ganzen Klischees. Ich meine, du hast ja auch Grunge wie die Pest, ne? Steht ja hier irgendwo drin. Und aber andererseits hat auch deine Szene, die Death Metal Szene, mit der ihr mit Desaster gestartet habt, ist auch 90er. Also ihr habt auch damals losgelegt und so weiter. Also es gibt genug Sachen in den 90ern, die auch cool waren. Und wenn man sich mal so vor Augen hält, also wir haben uns dann zusammengesetzt und haben halt erstmal gequatscht und jeder hat eine andere Meinung. Der eine sagt so, der andere sagt so, und es je nachdem, auf welches Stile man steht. Und dann haben wir gedacht, 100 wichtige Platten der 90er, das geht gar nicht. Weil da kriegen wir nicht alle Geschmäcker unter einen Hut. Dann haben wir 200 gemacht und das hat Ewigkeiten gedauert, diese 200er-Liste zu machen. Dann gab es hinterher 400 oder 500 Platten, haben wir die anderen in so einen Kasten gepackt. Und als wir dann die 200 gesehen haben, haben wir gedacht, oh, es gibt doch ganz schön viele wichtige Sachen, weil man vergisst schnell, dass also außer Death und Black Metal, was jeder weiß, gab es auch noch diese ganzen coolen US-Metal, Progressiv-Metal-Sachen und so weiter, auch Bands wie Psychotic Waltz und Nevermore und was nicht alle hier, ich meine Hammerfall, das weiß man schon wieder, da ging schon wieder das Metal-Revival los, aber dazwischen lagen eine ganze Menge Sachen, die man schnell vergisst. Als du mir das gesagt hattest mit den mit dem 90er Special habe ich erstmal gedacht, scheiße, war das schlimmste Jahr, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und da kamen mir halt wirklich nur so Sachen wie Nirvana und so ein Kram kam mir in den Kopf. Aber wenn man da mal überlegt, was alles, im Endeffekt jede Schweden-Death-Metal-Scheibe kam erst in den 90ern. Ja, genau. Ne? Uthror, Death. Ja, ja. Der Titel übrigens, eigentlich kommt, also die Gestaltung kommt von unserem Layouter Tyson, der hinter der Kamera steht und gerade die Kamera bedient. Hat er hier die Artwork schön reingearbeitet und so, damit man schon sieht, dass es halt, es geht eben nicht nur um Nirvana, also es geht natürlich auch um Nirvana und um den ganzen Quatsch, also ich sag mal Quatsch, weil wir beide der Meinung sind, dass das Quatsch. Nicht cool war. Es gibt aber auch andere Leute bei uns im Team, die sagen, was weiß ich, Pearl Jam, juhu, ne, Wolf Rüdiger, ne? Ja. Pearl Jam, juhu. Ja, deswegen sitzt er unten. Ja, Pearl Jam finde ich gut. Also Wolf zum Beispiel steht auf sowas. Oder Ministry, wichtigste ja. Band der Welt für ihn, sagt er. Oder ja, in den letzten 75 Jahre. Also so, es gibt da so ich, Leute, die sind halt mich so. Da jeglicher aus. Ja, ich auch. Also ich brauche so einen Kram auch nicht, aber gut. Andererseits, für mich ist das wichtigste Album der 90er, ist für mich Painkiller. Weil das habe ich einfach definitiv am meisten gehört in den 90ern, die Scheibe. Die hat zwei Boxenpaare bei mir gekillt, einmal im Auto, einmal im Büro. Also die habe ich wirklich rauf und runter gehört. Und da gibt es auch Leute, die sagen, also hier, Wolf wollte mal Listenwahn machen, da freut er sich jetzt, wenn er sagt, er wollte mal Listenwahn machen, welche Band hätte sich nach Defenders of the Faith auflösen sollen? Das ist natürlich... Das kommt von Wolf. Ich meine, wer Ministry mag, der hat halt keine Ahnung von Richard Heavy Metal. Aber er freut sich über so einen Scheiß. So, komm, jetzt blättern wir mal das Heft durch. Also wir machen mal ein bisschen schneller, damit wir Zeit aufholen. Tribulation haben was Neues. Es gibt einen langen Nachruf über Martin Ain. Natürlich von Tom. Also Tom Warrior natürlich, logischerweise. Der ist ja nun fast verwachsen gewesen mit Martin. Sein ganzes Leben lang. Und er hat einen tollen, langen Nachruf geschrieben. Mehr sage ich dazu nicht. Also ein toller Nachruf.
Hier, Thomas, ex-Devil's Blood-Gitarrist, arbeitet jetzt für Amnesty International. Auch ein interessantes Interview. Also da hat man auch nicht alle Tage, ne, dass jemand so eine Entwicklung macht. Liz Buckingham von Electric Wizard hat für uns den Soundtrack meines Lebens geschrieben. War ich ein bisschen überrascht, was die alles ausgewählt hat und so. Hat echt Ahnung, die Frau. Kenne ich gar nicht. Machine Head, 3 Seiten von Andy Schulz. Muss ich ganz kurz dazu sagen, die neue Machine Head. Hast du schon gehört? Nein, ich habe nicht gehört. Was hältst du von Machine Head? War nie so meine Band, haben aber ab und zu mal ein paar richtig geile Songs gehabt. Und live habe ich sie mal auf dem Festival gesehen, da waren sie richtig geil, aber das ist mir ein bisschen zu hardcoreig. Was hältst du von Rob Flynn? Ich habe mich nie mit dem Mann befasst, aber... Ich meine, also er hat ja hier, als es diesen Ärger mit Phil Anselmo gab, also diese rassistischen Ausfälle von Phil, da hat ja Rob damals, hat ja irgendwie Video dazu gedreht und so weiter. Und stimmt, ja. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Da fand ich schon sehr gut, was er gesagt hat. Also ich finde, das hatte Hand und Fuß und ich meine jetzt, und abgesehen von Phil Anselmo, Phil hat auch eine andere Seite. Phil ist nicht nur ein Arschloch. Ja. So, das ist auch eigentlich ein, also eine Seite von ihm ist auch ein cooler Typ. Aber das musste mal gesagt werden, was Rob gesagt hat. Und das fand ich eigentlich sehr gut, weil das trauen sich die meisten nicht. Also gerade in der Metal-Szene nicht. Ja. Also gerade die Musiker als Aushängeschilder. Ja, ich meine, da fallen dir eine Handvoll ein, die wirklich die Schnauze aufmachen, ne? Das macht die Musik trotzdem nicht besser für mich. Nein, das wollte ich ja nur sagen. Ja, also, ja, nee, es ist ja auch richtig. Dass Rob Flynn 3 Seiten bei uns bekommt, liegt halt auch eher am Typen Rob Flynn als an der neuen Machine Head. Weil die neue Machine Head ist ein bisschen zwiespältig. Frank findet sie super. Frank! Der tut so, als ob man es nicht hört. Der hört jetzt genau. Der hat ja Ohren am Arsch, aber der tut halt so, als ob man nichts hört. Oder? Das heißen Ohren auf dem Arsch. Ja, du musst jetzt auch nicht in die Kamera halten. Wir reden gerade über Machine Head. Du findest sie super nicht. Und was habe ich damit zu tun? Ja, aber du bist Verfechter der neuen Machine Head. Du bist die neue Machine Head Zielgruppe. Zumindest steht das hier drin. Zielgruppe. In deinem Review. Das steht in meinem Review nicht drin. Du dichtest mir da was an, was du nicht so ganz. Doch, da steht drin, dass die Platte sehr mutig ist und dass die alles Mögliche versucht haben und dass du das cool findest. Ja, steht aber auch drin, es wird nicht meine Lieblingsmaschine aller Zeiten werden. Ja, okay. Das hat er überlegt. Okay. Jetzt dehnt sich, biegt sich die Dinge immer so hin, wie dieses gerade. Ja, das muss man doch manchmal im Leben. Manchmal klappt es nicht anders. Hat ja auch das Gerücht verbreitet, dass ich öfter mal halbe Hähnchen essen würde. Also das ist, ach, ey, ups. Wir könnten jetzt was sagen. Und ich erinnere mich, wir könnten was sagen. Letztens habe ich einen Mülleimer geleert, gelben Punktenmüll, ja. Ne? Und da gucke ich so rein und wir lassen das. Das ist okay. Das ufert aus. Ich kriege vor allem wieder Ärger. Ja. Der ist schon mal einmal auf mich losgegangen. Aber ehrlich? Nicht wie. Ich habe mich erschrocken wie sonst was, weil er die Gutmütigkeit in Person ist. Einmal hat er sich auf mich gestürzt, ich habe gedacht, der bringt mich um. Ja, ernsthaft. Warum hat er das gemacht? Ja, einen blöden Witz, aber, also, aber nur ein Witz. Naja, okay. Ich bin mir aber sicher, ihr möchtet auf die ganzen Snickers-Minis-Papiere anspielen, die von unserer Geburtstagsparty übrig geblieben sind, weil ihr sie nicht aufgegessen habt. Ja, ja. Hast du das Papier mitgebracht von deiner Geburtstagsparty? Nö, ich habe die Reste hier gegessen, ist ja klar. Stresshäppchen. Du bist ja auch ein stattlicher junger Mann, du darfst das hier auch. Ja, Vatein ist gar nichts für dich, Frank. Wenn du jetzt schon hier bist, kannst du auch was dazu sagen. Ja, so Vatein ist ja nicht deine Welt. Du bist ja eher. Wieso? Das ist einer von den wenigen Black Metal Bands, die man sich gut anhören kann. Findest du gut? Ich finde die super, die neue Scheibe, aber ich bin halt auch Fan von denen. Ich fand aber die davor schön melodische Gitarrenarbeit und so weiter. Ich finde, die davor war ja so ein bisschen Experiment bei denen. Das fanden viele Leute nicht gut. Ich fand's auch gut. Also ich fand die letzte auch klasse. Aber jetzt ist es wieder so ein bisschen so wie. Ich habe es jetzt einmal gehört und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es gut finde oder nicht, aber ich gebe dir noch einen Anlauf. Okay, immerhin. Immerhin. Morbid Angel ist auch so ein Album, wo die Meinungen ein bisschen geteilt sind. Also nicht jeder mag die neue Morbid Angel. Ich finde sie schon ziemlich gut, aber... Ich mag den Sound nicht. Kackgramm-Sound. Ja. Man hört auch das nicht Sandoval-Trommel, ja. Das hört man auch. Aber gut, okay. Audrey Horn ist eine ziemliche Überraschung. Ist Platte der Ausgabe geworden bei uns und wir sind eigentlich alle der Meinung, dass man
Also wenn man so einen Sound spielt wie Audrey Horn, also so diese Audrey Horn Art von modernem Hard Rock, ja, dann kann man es eigentlich nicht besser machen. Also man kann darauf stehen oder ja, nicht, aber besser kann man die Art von Musik nicht machen. Und eine sehr sympathische Liveband sind die auch. Ja, so, super Liveband auch. Zwei tierische Gitarristen. Die letzten Platten fand ich ein bisschen langweilig, aber die ist echt geil, muss ich sagen. Verdientermaßen abgerundet. Dann geht das 90er-Special los. So, jetzt, wir haben jetzt so viel gequatscht, dass wir ein bisschen raffen müssen. Also wir haben das 90er-Special so aufgeteilt, ich habe ja schon was gesagt zu der Top 200, und dann hat jeder von uns halt sich ein Thema genommen. Also Frank hat natürlich den Death Metal und wie der Death Metal in Black Metal überging und wie dann hinterher auch noch Bands wie Tiamat und Samael, die vorher mal mit, muss mich verbessern, wenn ich was Falsches sage, die vorher mal mit Death Metal angefangen haben und dann halt aber einen neuen Stil kreiert haben, der irgendwie eine eigene Musik wurde. Also dieses Moonspell, Waldemar so Richter gedönt, sag ich mal, ja, so was ja, er alles produziert hat, war ja irgendwie eine eigene Stilrichtung. Ne? Da hast du ja drüber geschrieben. Und da war ja auch, ist ja auch wichtiger 90er-Stoff, den man auch immer vergisst, wenn man über 90er redet. Ne? Samael war sehr groß in 90ern. Ne? Ja. Ja klar, diese ganze Sache. Theriot, Lakota Coil, Moonspell, Gathering. Das kommt also auch vor. Wolf hat die Hauptstory gemacht, der hat also versucht, alles abzuhandeln, was, an was man zuerst denkt, wenn man an die 90er denkt. Dann gibt es eine Heavy-Metal-Geschichte, da muss man natürlich dann auch darüber reden, dass Bands wie Metallica sich in den 90ern nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, oder Ozzy oder Rob Halford, Bruce Dickinson und Lars Ulrich, die drei, die gesagt haben, Metal ist tot, und die Rocker damals. Ja, wobei man da ja immer, das ist ja eine Provokation gewesen. Ich weiß, aber das, Tod ist ja, das ist ja auch eine Provokation. Waren die 90er wirklich so schlimm? Soll ja dich herausfordern zu sagen, nee, es gab auch coole Sachen. Ja? Ich meine, ist der Metal tot? Sollte natürlich heißen, nein, der Metal ist natürlich nicht tot. Das war ja auch Fragezeichen, aber, nicht Ausrufezeichen. Ja. Aber das war die Kutte im Sarg, da stehe ich heute drauf. Ja. Vielleicht war das Motiv nicht so schlau gewählt, weil du bist ja nicht der Einzige. Fand der kleine dicke Husky nicht toll in der Zeit. Ja. Der kleine dicke Husky war nicht der Einzige, das habe ich ganz oft gehört. Glaube ich. Das also öfter natürlich als das Gegenteil. Ne? So, dann werden ein paar Leute auch interviewt, also zum Beispiel Mille, zum Beispiel Rob Flynn, zum Beispiel Waldemar, Himmelstein hat die Rock'n'Roller interviewt. Meine Lieblingsgeschichte in den 90ern ist aber eigentlich von Martin Brandt. Martin Brandt hat sich dem Underground gewidmet und der hat da Sachen rausgegraben, von denen ich 95% vergessen hatte. Also was der sich für eine Arbeit gemacht hat, der hat auch noch jedes Jahr einzeln noch sich vorgenommen. Also Martin, das war echt super. Das war super Arbeit. Da kenn ich die Hälfte von gar nicht. Beste, was Martin bis jetzt geschrieben hat, fürs Defy war. Sehr akribisch, super. Kosik hat sich dem Progressiv-Metal natürlich gewidmet, was auch sonst. Und Fenris hat auch seinen Senf dazu beigetragen, wobei Fenris natürlich wieder eine sehr eigene Sichtweise hat. Er hat protestiert wie ein Ära, bevor er das gemacht hat. Aber er hat es gemacht. Und bei dem Pol gilt das Gleiche. Jeder von uns hat irgendwie eine andere Meinung. Einige sind eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig, wenn ich mir das angucke. Also Fenris auch vor allem, ne? Der immer vier Aufstände macht, bevor der so eine Liste abliefert. Er hat ja diesmal Platten reingeschrieben, das Allergeilste, die er noch nicht gehört hat, von denen er aber ausgeht, dass er sie so hören wird und wieder in der Liste landen. Genau, gut. Cool. Super, ne? Auf so eine Idee muss er erstmal kommen, da kommt kein anderer drauf. Also ist wirklich. Zwei Poster, Holy Terror. Jetzt muss ich Queen hochhalten. Ja, halt du mal Queen hoch. Oh. Stehst du nicht auf Queen oder was? Das ist ein echtes Drama, wenn ich hier meinen Schwank aus meiner Jugend reinbringen darf. Ja. Mein Bruder ging zum Queen Life Killers Konzert in die Frankfurter Festhalle. Ich wollte unbedingt mit, aber Mama und Papa sagten, ich bin noch zu klein, ich darf noch nicht mit. Ich war erst 13 oder so. Und dann haben die da diese Live-Platte in Frankfurt in der Festhalle aufgenommen. Ich war nicht dabei. Das habe ich meinen Eltern bis heute nicht verziehen. Welche ist in Frankfurt aufgenommen? Die ist in der Festhalle aufgenommen. Mein Bruder war dabei. Ich bin im Kopf. Ja, ist ja geil. Doch, ja, tatsächlich. Ja, das wusste ich gar nicht. Ist die einzige Queen-Scheibe, die übrigens nicht erhältlich ist im Moment. Also alle Queen-Sachen werden da ständig nachgepresst und so. Die nicht? Nee, aber die Live-Killers pressen sie nicht nach. Keine Ahnung warum. Also die kann man wirklich nur aus dem Second-Hand-Laden im Moment bekommen. Ja, vielleicht, weil er protestiert hat und hat gesagt, die wird nicht mehr gepresst. Ich glaube, sie auch so. Gut, Tyson hat uns das Zeichen gegeben, dass wir schon wieder zu lange ausufernd reden. Aber egal, wir machen weiter. Leserpoll, ihr seid natürlich gefragt. Ach, also da muss ich auch noch sagen, wir haben, wie jedes Jahr, haben wir vergessen, einen Einsendeschluss für den Leserpoll zu geben. Stimmt ja gar nicht. Doch, du hast das vergessen, ich habe den dazu geschrieben. Ah, super, hey. Der Chef fängt mit. 15. Januar. Ja, also bis zum 15. Januar, jetzt kannst du weiterreden.
Ja, 15. Januar und ihr könnt natürlich auch viel gewinnen. Also wenn ihr jetzt hinter Theisen gucken könntet, was ihr ja nicht könnt, dann würdet ihr Berge von Platten sehen und so weiter. Also wir haben alles hier noch gestapelt und wir haben es letzte Mal so gemacht, dass wir, nachdem wir die Polls ausgewertet hatten und die Ergebnisse hatten, haben wir auch schon angefangen, die Päckchen fertig zu machen. Also wenn jeder von euch 2-3 Wunschgewinne einträgt, dann sehen wir zu, dass jeder auch ein schönes Päckchen kriegt. Also da kommt da nicht nur eine CD, sondern darfst du machen. Ja, gut. Also letztes Jahr waren ein paar Päckchen dabei, da hätte... Hätte ich selber behalten. Hätte ich mich gefreut, wie ich es recht hätte. Naja, gut, okay, habt ihr ja auch verdient. So, Under the Moon. Spricht dich das an, Under the Funeral Moon, oder ist das zu viel Batman? Ne? Bist ja eher wie Frank eigentlich, ne? Also ich kenne hier von den Bands so gut wie keiner, aber ich mag die Platte von Darkthrone. das ist übrigens super hier. Ja, sie behandeln den makrokosmischen Schrecken, der in allen von uns ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr Probleme mit eurem makrokosmischen Schrecken habt, aber... Den habe ich höchstens sonntags. Aber es ist ein Spiegelgucker. Muss man wissen. Ne? Naja, aber abgesehen davon, dass manche dieser Leute Spinner sind, sind die aber oft einfach, also hier, das was du gerade gesagt hast, war ein Spectral Voice. Und Spectral Voice ist der Oberhammer. Ist ja eine gute Platte. Das ist ja Oberdeath Metal. Nicht in Abrede stellen. Also, und manchmal ist das, sowas ist auch irgendwie cooler, wenn man, ich meine, klar, man lacht drüber, man unterhält sich drüber, aber es ist cooler als diese Bands, die halt gar nichts zu sagen haben. Ach, nichts dagegen. Bei Morbid Angel habe ich bei der ersten Platte auch gedacht, was ist, ja, Sakaf, was ist denn das? Aber ja, man lernt ja dazu. Husky und Frank halten übrigens immer zusammen, immer gegen mich. Also wenn es jetzt um Musik geht, die beiden sind immer einer Meinung. Du bist auch voll auf Frank fixiert, ne? Das ist überhaupt nicht wahr. Man kann halt nur mal... Doch, was Frank schreibt, findest du... Fast immer gut. Weil fast immer gut. Ist also so 2-3 Ausrutscher, ist eigentlich immer alles gut. Sauerton findest du auch geil, ne? Ja, super. Super. Reverend Bizarre ist zum Beispiel nichts für euch beide. Das hasst ihr beide wie die Pest. Aber Manuel Thoma hat 6 Seiten gemacht darüber. Ist halt eine der Doom-Bands, die ganz wichtig sind in der Doom-Szene für den Underground. Aber es gibt kaum Interviews mit denen. Also ich kann mich vielleicht an ein oder zwei erinnern, die ich gelesen habe in irgendwelchen Fanzines. Das ist eine Band, die man eigentlich nicht so richtig kennt oder viele nicht. Und Manuel sollte ihr Mageddon machen, also die ganzen Platten auflisten und einteilen und unterteilen. Und da hat er 6 Seiten draus gemacht, hat dann noch Interviews gemacht mit 2 Bandmitgliedern. Ja, finde ich super. Also ist natürlich auch für Manuel genau das richtige Thema. Ne? Ja, Envil von Frank. Finde ich ziemlich gut, die neue Envil, muss ich sagen. Ist gut geworden, ja. Da haben sie wirklich mal ein bisschen fokussierter gearbeitet. Ist wirklich ein cooles Album. Das war das Problem von den nicht letzten einfach, Scheiben. Nicht einfach nur eine neue Envil. So genau, ja, war das Problem von den letzten Scheiben. Da war keine Hits mehr drauf. Es war nur so guter Metal, aber war niemals so ein richtiger geiler Song noch drauf. Ich finde es bei 2 Songs merkt man richtig, dass sie ziemlich lange mit Dirk Schneider getourt haben. Oder die Accept-Sachen gespielt hat. Das hat ein bisschen abgefärbt. Das ist alles ein bisschen straighter geworden. Das ist vom Partysang, oder? Ja, das ist der Abo-Gag. Ach, übrigens, Abo. Es gibt, wir haben, muss dazu sagen, wir mussten den Heftpreis erhöhen von 5,90 auf 6,50, weil einfach alles teurer geworden ist. Und wir wollten keine Abstriche machen bei der Papierqualität und wir wollten auch das Poster beibehalten und so weiter. Wir wollten das Heft auch nicht dünner machen. Also ging es nicht anders, wir mussten auf 6,50 hochgehen. Dafür wollen wir aber den Lesern noch die Möglichkeit geben, dass also wer jetzt abonniert, kriegt noch den alten Abo-Preis. Bis Mitte Januar oder was machen wir das? Und danach müssen wir den Abo-Preis natürlich auch ein bisschen erhöhen. Aber man kann also noch zum alten Preis abonnieren. Das ist dann halt so, dass quasi der Kompromiss, der noch drin war. Irgendwie muss das Geld ja auch für die... Kumpelbärchen und Snickers hier in der Redaktion herkommen. Ja, wobei die schicken dir ja die Leser inzwischen zu. Frank bekommt Care-Pakete geschickt. Ja, ich habe gerade, danke an Thomas Rudolf, er hat mir eine Kiste mit fränkischer Bio-Limonade geschickt. Total geil. Total geil. So. Wir kriegen auch aus Österreich jedes Jahr ein Riesenpaket, was dann meistens bei dir verschwindet. Das ist jetzt wiederum eine infame Unterstellung. Infam. Da ist alles drin. Also da sind vor allem das Wurst drin und so weiter. Also die Leute machen sich schon Sorgen um uns. Natürlich sehr, sehr nett. Ja, vom Fleisch fallen. Ja. So, Reviews lassen wir mal hier auf. Frank hat was geschrieben über Rose Tattoo. Cooles Live-Album, ne? Von 1982, glaube ich, ne? Und sie kommen nächstes Jahr im Sommer nach Europa. Hurra. Geil. Noch einmal Rose Tattoo gucken, ist super. Ja, hier guck mal Fenris. Du warst schon über Spectral Voice reden, ne?
Death Metal Album des Jahres, sagt er, oder so ähnlich, glaube ich. Weil das Cover drin habe ich nicht aufgepasst, wa? Ja, das stimmt, da ist uns ein Cover. Also, jetzt habt ihr das gerade selber gehört. Also, wenn die Cover nicht stimmen, dann ist immer Frank schuld. Dann kriege ich wieder eine Woche lang keine Gummibärchen. Aber manchmal, da hast du so viel, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht mehr, ne? In der Top 200 sind zum Beispiel zwei Running White Cover vertauscht, aber das kann man, kann da wirklich passieren. Ich meine, die sehen alle ähnlich aus und so weiter. Wenn du dann so im Relationsschluss da drüber guckst und du siehst, ähnlich. Okay, Running White ist richtig. Was sind die Commander, das ist richtig. Kann passieren. So, aber mehr müssen wir nicht sagen zu den Reviews. Dungeons Are Calling von Martin, Olli und Michael, wie immer. Das Dreiergespann. Dolch von Paul. Findest du besonders cool, die Seite hast du eben gesagt? Ja, die hat so ein bisschen so einen Fanzeichen-Charakter. Die Farbe ist gut. Ja, ist echt gut. Die User von Frank, Slate von Peter Hesse. Das finde ich cool, weil es mal ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Also ich meine, ich bin auch riesen Slate-Fan. Das ist, geht ja natürlich nicht jedem so, aber Slate ist so eine Band, die, also so wie Status Quo, jahrelang total vergessen war unter Rockern, dass die Band mal wichtig war. So ist es bei Slate auch. Ich frage mich, wann diese Hosen endlich mal wieder in Mode kommen. Die ziehen mir beide ab. Ja, die ziehen auf jeden Fall. Kommt doch alles wieder in der Mode. Ich habe früher mal diese Stiefel gesucht, diese Plateaustiefel. Die Frisur von ihm auch schon sehr geil. Das muss man schon sagen. Das ist eine Perücke. Das ist doch keine Perücke. Doch, das ist eine Perücke. Der hat eine Glatze. Echt? Immer schon gehabt. Ja, das war eine Skinhead-Band früher. Und also meines Wissens nach hat er immer eine Perücke getragen. Ich meine, solche Haare gibt es auch gar nicht. Der ist auch so sehr weit von hinten vorgezogen. Also ich denke mal, das war eine Perücke. Hellas, auch so ein Album, wo hier die Meinungen total auseinandergehen. Also du findest es überhaupt nicht gut. Das ist schon wie so ein Retro-Kram. Bei uns, oder? Also gerade Nine, Saskia ja, und so, die meckern jeden Tag mit Frank, weil Frank da angeblich den Soundtrack negativ beeinflusst hätte, weil die der Meinung sind, das hätte Platte der Ausgabe sein müssen. Ich finde die auch super, die Scheibe, aber man muss halt auch schon auf Ashbury und Horizont und so stehen. Also wenn man diese Art von Gitarrensound mag, und den magst du ja überhaupt nicht. Aber ja, dann das ist sind so fröhlich, kindlich, happy Melodien drauf. Das, was ihr immer den Bands vorwerft, die ich geil finde, dass das zu viel happy ist. Nee. Boah, nur ohne Bombast. Das sind Melodien, das sind doch keine happy Melodien. Horizont hat auch keine. Das kannst du nicht vergleichen die mit. Die klingen nicht wie Horizont. Ja, aber die klingen auch nicht wie Halloween. Also nee. Happy Melodien, das ist für mich Freedom Call. Das ist für mich happy. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. So happy Freedom Call geht ja gar aber nicht. Das ist doch nicht kitschig. Hellas. Doch, das diskutieren wir nachher weiter. Nee, finde ich nicht. Also. Gut, aber ihr seht, so ist das, so geht das halt jeden Tag bei uns. Und das ist ja auch super. Ich meine, jeder kann ja mal aussprechen. Deswegen fühlen wir uns ja alle hier so wohl, weil hier wirklich jeder irgendwie eine Meinung hat. Und wenn die Meinung auch Blödsinn ist, aber hier gibt es keinen, der sagt, es mir egal. Ich sag nur Trouble. Da kommt er bis heute drüber. Das ist die einzige Ausnahme. Jetzt ist es nicht cool, wenn man darüber diskutiert. Ja, die ersten drei Trouble muss man lieben. Das geht nicht anders. Man kann kein Metaller sein. So, live. Nein, das geht nicht. Man kann kein Metaller sein und sagen, die ersten drei Trouble sind kein Metal. Das geht nicht. Ich habe nicht gesagt, die kein Metal sind. Ich habe nur gemeint, mir gefallen. Doch, du hast am Anfang gesagt, das wäre auch kein Metal. Das wäre ein blöder Hippie-Scheiß, hast du gesagt. Ja, gut. Und das sind mit die härtesten Gitarren, die überhaupt jemals aufgenommen worden sind. James Hetfield ist früher hinter der Bühne hergekrochen und hat sich die Verstärker angeguckt, wie die alle zusammengesteckt sind und so weiter, weil er diesen Gitarrensound imitieren wollte. Und hat dann Ride the Lightning gemacht. Ja, richtig. Und das hört man auch ein bisschen. Also wenn man das weiß, hört man auch ein bisschen, dass dieser schwere, hölzerne, fette Klang von den Gitarren... Hopfen und Malz verloren, meine Güte. Stormcrusher war ein cooles Festival. Das war richtig geil. Ich will leider pausieren sie ein Jahr, aber wenn die wiederkommen, müsst ihr hin. Das ist wirklich cool gemacht. Ja, Frank war bei Asphyx Jubiläum schon. Du auch, ne? Ich war auch da. Du warst auch da. Zugeguckt von hinten. Ich meine, ich hätte dich auch mal kurz auf der Bühne gesehen. Ja, mal kurz. Zum Aufräumen. Ja. Ich war leider nicht da. Das war vorher. Ne? Das war doch parallel zum Hammer of Doom, ne? Ja. Ja, genau. Ich war beim Hammer of Doom und ihr wart bei Asphyx im Tor. Ausverkauft zwei Tage, ne? Zwei Tage ausverkauft. Mhm. Das ist bestimmt cool gewesen, aber. Das war sehr schön. Man kann nicht alles haben im Leben. Gut, noch ein paar andere Live-Reviews. Das ist jetzt nicht so wichtig, welche Bands. Quer durch den Garten natürlich, von allem etwas. Halloween sind auch dabei. Wasp, Ram,
und so weiter. Schönes, oh, hier. Ja, das hast du gut gemacht, Frank. Ja. Das ist cool. Sehr interessantes. Frank hat nämlich seinen alten Kumpels von Demolition Hammer wieder getroffen beim Partisan. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass sie überhaupt nicht verändert haben, die Jungs. Ne? Also sind genauso cool wie früher. Ich meine, einer ist halt nicht mehr, aber die anderen sind ja eben super Leute. Ne? Und absolut. Entstand natürlich aus dem Gespräch heraus die Idee, auch eine größere Story zu machen. Und ja, das erste Interview, was ich gelesen habe im Heft. Das erste, was ich gesucht habe. Das ist auch total unterbewertet, die Band. Die ist so super unterbewertet. Das ist eigentlich so wie Holy Terror so unterbewertet. Ja, ne? Ja. Jeder findet es geil, aber alle vergessen die Band. Ich bin wie Holy Terror zum Beispiel, bin ich erst wieder über Alan auf die Idee gekommen, die wieder zu hören. Ja, der sagt ja, Mind Wars wäre das beste Album aller Zeiten. Das finde ich ein bisschen hochgeworfen, ja, aber es ist schon sehr gut. Aber es ist schon so ein Album, was so an der 10 kratzt. Ja. Also ja, so zwischen 9 und 10. So in meinen Ohren. Ja, ist so. Jo, live. Hier, wenn man vom Teufel spricht, ja, also Primordial Tape Anthology. Ich mir, sieht wann, cool, wann sieht wird, cool aus. Dann wird mir eigentlich der Angelo Sasso mal vorgestellt. Ich kenne jetzt alle aus dem Team, den kenne ich noch gar nicht. Ja, wolltest du dich schlagzeugmäßig heimieren lassen? Oder so? Ey, man müsste eigentlich rauslesen, wer da schreibt, oder? Klar. Wenn die Kolumne schreibt, müsste man eigentlich lesen können, oder? Ja, das weiß man. Also, ja? Sollen Sie mal gucken, ne? Ich weiß. Müsste man rauslesen können, ne? Ich schreibe die. Ob er auch seine Texte programmiert? Der ist technisch nicht so, ist technisch ungefähr so begabt wie ich. Also gar nicht, und der kann gar nicht, kann gar nichts programmieren. Ja, das sind wir schon am Ende, ne? Ja, danke für das lange Zugucken und so. Das ist etwas ausgeufert, weil Frank ja noch die Runde gesprengt hat. Genau. Aber ja, viel Spaß damit und wir freuen uns auf die Poll-Einsendung und so weiter wie jedes Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Bye bye. Tschüss. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch.